Hatten Sie jemals darüber nachgedacht, was hätte passieren können, wenn der Kalte Krieg damals in die heiße Phase gegangen wäre? Die Welt war oftmals ganz kurz davor und wir in Deutschland standen genau mittendrin im Schussfeuer. Die Berliner Mauer war die Grenze zwischen der westlichen und der östlichen Welt. Hätte hier jemand die Nerven verloren, hätte es zum Atomkrieg kommen können. Doch 3000 Leute waren sicher, die anderen nicht. In der Nähe der Bundeshauptstadt Bonn gab es einen Atombunker für die Regierung, hier in Rheinland-Pfalz. Der Kalte Krieg erwacht in Bad Neuenahr-Ahrweiler. Zwischen Weinreben versteckt sich ein Tor, dahinter der Bunker der Bundesregierung. Wäre es im Konflikt zwischen Ost und West zum Atomanschlag gekommen, wäre Deutschland von hier aus regiert worden. Oder das, was noch davon übrig geblieben wäre. Druckluftgesichert hätten hier 3000 Leute Platz gehabt, hauptsächlich Politiker, keine Zivilisten. 200 Techniker waren immer vor Ort, jahrzehntelang. Paul Groß war einer davon. Hier werden immer wieder Erinnerungen wach. Das sind positive Erinnerungen, echt. War das für Sie nie beängstigend, immer so vom Tageslicht abgeschnitten zu sein? Das war für mich kein Problem. Die Sache hatte ich, die Arbeit unter Tage, innerhalb von 3 Wochen im Griff. Die Geheimhaltung war ein größeres Problem für mich, weil man immer wieder gelöchert wurde. Und die Fragen waren ja auch immer die gleichen, die gestellt wurden. Man durfte aber ja nichts erzählen. Selbst der Ehefrau durften Sie nicht erzählen? Ich durfte auch der Ehefrau nichts erzählen. Die wusste zwar, dass jeder wusste, auch im Bekanntenkreis, bei Freunden, dass ich hier eingesetzt bin. Aber erzählen durfte ich denen nichts. Seit 2008 kann der Seiteneingang mit einer Länge von 203 Metern besichtigt werden. Der Rest ist zurückgebaut. Sogar die Farbe wurde von den Wänden geklopft, um die Umwelt nicht zu gefährden. Nichts ist mehr übrig, außer leeren Tunneln. Eine Bunkeranlage, die 17,3 Kilometer weit die Landschaft unterkellerte. Wieso eigentlich gerade hier? Wir befinden uns hier wenige Kilometer von Bonn entfernt. Bonn war damals Bundeshauptstadt. Also die Nähe zu Bonn ist natürlich das erste Argument. Zweitens befindet sich der Regierungsbunker unter zwei Bergen, dem Kuxberg und dem Trotzenbergtunnel. Man hat also hier eine Überdeckung gehabt, die natürlich auch wichtig war als Schutz vor der Atombombe. Und das dritte Argument ist, hier sind zwei ehemalige Eisenbahntunnel zum Regierungsbunker umgebaut worden. Also diese Eisenbahntunnel bestanden schon, man hat sie umgebaut. Alle Zimmer waren gleich, fast 1000 Schlafräume. Nur der Bundespräsident hatte ein kleines bisschen mehr Platz. Wirklich hier übernachten musste er nie. Jahrzehntelang unter Tage arbeiten, Tag ein, Tag aus. Jeder Mitarbeiter sollte nur seinen Bereich kennen. Beim Rückbau wäre man dann froh gewesen, wenn niemand den Gesamtüberblick gehabt hätte. Was hätte passieren können, wenn jemand plaudert? Unterlagen rausgeben über Zeichnungen, über die Bauweise hier und wie alles hier eingerichtet ist und wo die Schwachpunkte sind bei der Anlage, das wäre schon schlimmer gewesen. Ist sowas passiert, dass es jemand erfahren hat? Bei uns in der aktiven Zeit nicht, aber während der Bauzeit waren hier schon Spione mit drin, die dann am Osten hin berichtet haben, dass hier der Bunker ist. Bis zu 110 Meter tief unter der Erde war alles vorhanden. Jedes Handwerk wurde hier gebraucht, sogar der Friseur. Ein Krankenhaus gehörte dringend dazu. Die Medikamente sind nicht mehr haltbar. Die Küche wäre noch in Schuss, das Geschirr ist im Stil der Zeit gehalten. Ebenso wie die Präsidenten-Suite, der einzige Klecksfarbe hier unten, auch eher im Geschmack vergangener Tage. Nicht nur das Tageslicht fehlte, die Mitarbeiter hatten auch andere Einschränkungen. Und die Billigurlaube in Ostblockländern durften wir auch nicht machen, da durften wir gar nicht hin, Ungarn oder wo es damals so schön und preiswert war. Am Luftweg normalerweise nur bis West-Berlin. Es gab schon viele Einschränkungen. Und wenn man nach dem Osten hin Beziehungen gehabt hätte, hätte man es gar nicht einpacken können. Man hatte da Angst, dass sie da was weitergeben oder dass sie im Urlaub vielleicht sogar gekidnappt werden? Dass man festgehalten wird und dass man gezwungen wurde, da Aussagen zu machen. Im Falle eines Atomschlags hätte sich der gesamte westdeutsche Regierungsapparat hier verschanzt. Denn selbst im schlimmsten Fall hätte das Land irgendwie weiter regiert werden müssen, damit es nicht zum totalen Chaos kommt. Etliche Sekretärinnen hätten gleichzeitig mit der Presse Kontakt aufnehmen können.
Ein Fernsehstudio des WDR stand auf Abruf bereit, damit sich Kanzler Adenauer und sein Nachfolger hätten an die Bürger wenden können. HD-Technik kam hier noch nicht zum Einsatz. Für 30 Tage war Verpflegung im Regierungsbunker vorhanden. Bei der Technik waren 140, die hier immer ständig hier in der Anlage waren. Und die waren auch alle verbeamtet, schon wegen der Geheimhaltung. Alte Videos zeigen im heutigen Museum, wie der Ernstfall geprobt wurde und wie die Druckbehälter verschlossen wurden, damit die Atomstrahlung nicht in den Bunker gelangt. Betrieben wird der staatliche Bunker heute von 60 Mitarbeitern eines Heimatvereins. Also es ist ein ganz einmaliges Stück deutscher Zeitgeschichte. Das Baudenkmal des Kalten Krieges, neben der Berliner Mauer sicherlich das bedeutendste Baudenkmal des Kalten Krieges. Sie können hier auf 203 Metern verdichtet einen Bauteil des ehemaligen Regierungsbunkers besichtigen mit allen wichtigen Einrichtungen, die es damals hier gegeben hat. Also der Bereich des Bundeskanzlers, der Bereich des Bundespräsidenten, die Kommandozentrale, die Schlafräume. Duschen im Stil der 60er. Golfcaddies als Transportmittel durch die fast 20 Kilometer lange Anlage. Die Getränkepreislisten von damals hängen noch heute. Auf dieser Karte ist markiert, wohin Telefonverbindungen bestanden. Am Eingang hat man einen kleinen Überblick darüber, wie klein der heute noch bestehende Teil im Verhältnis zur ganzen Anlage ist. Zentrum der Macht war hier im Bauteil 2. Da war der Bundeskanzler untergebracht mit Stäben des Innenministeriums, Verteidigungsministeriums, das Bundespresseamt und so weiter. Der Kalte Krieg ist vorbei. Die Waffentechnik wandelt sich stetig. Hätte der Regierungsbunker bei Ahrweiler auch heute noch Schutzcharakter, wenn Bedrohungen zum Beispiel aus dem Nahen Osten kämen? Also das, was der Tunnel ausgehalten hätte, wäre eine 20-Kilotonnen-Bombe. Das entspricht ungefähr der Hiroshima-Bombe. Aber die Waffenentwicklung ging schon Anfang der 60er Jahre rasant nach oben. Also Anfang der 60er Jahre haben die Russen schon die 50-Megatonnen-Bombe getestet. Das hätte der Regierungsbunker niemals ausgehalten. Nicht lange ist es her, als diese unterirdische Welt noch völlig geheim war. Erst im Nachhinein kann man durch die Fassaden blicken und weiß nicht, wie Deutschland heute geschützt ist. Gegen einen Atomschlag wäre jeder Zivilist machtlos, damals wie heute.